Es ehrt mich wirklich sehr, hier heute bei Ihnen, den GLAM-Institutionen, sprechen zu dürfen. Liebe Aktivistinnen und Aktivisten unseres kulturellen Erbes, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich möchte Ihnen heute ein paar Gedanken zu einem gesellschaftlichen Wandel vorstellen, der mich seit einigen Jahren in meiner Arbeit als Projektentwicklerin für zivilgesellschaftliche Initiativen begleitet, fasziniert und weiterbringt. Ich nenne es Open Culture, Open Everything. Es geht um das Open Paradigm. Als ich vor 9 Jahren mit meiner gerade publizierten Dissertation über die Digitalisierung im Gepäck nach Berlin zog, zog ich zugleich in eine Stadt, in der die Digitalisierung in einer ihrer zentralen Dimensionen für mich überhaupt erst erfahrbar wurde. Die Dissertation war dann also schon ein bisschen veraltet oder überholt. Facebook lief gerade so warm, Twitter war ein sehr überschaubares Community-Tool, kleines Netzwerk, man kannte sich eigentlich noch persönlich. Die Republika mauserte sich zu einer Diskursplattform für Digitalkultur und ist heute eigentlich auch noch Klassentreffen für diese Menschen, die damals sich da schon tummelten. Ich traf auf sehr netzaffine Menschen, die viel ausprobierten, erforschten, neue Ideen voranbrachten und vor allem teilten. In Blogs, auf offenen Konferenzen, an offenen Arbeitsorten. Das digitale Format wurde für mich zum Schlüssel einer Empfehlungskultur, die mich durch ihre Passgenauigkeit kulturell bereicherte und auch politisierte. Man sprach noch nicht abfällig von einer Filterbubble. Mit einer Gruppe Gleichgesinnter begannen wir, diese Kultur des Teilens auf den Grund zu gehen und uns dem kleinen, aber feinen und aber dennoch globalen Eventformat Open Everything anzuschließen und auch in Berlin die Kunst, Wissenschaft und den Geist all jener Initiativen durchzudenken, die sich die Bezeichnung Free oder Open auf die Fahnen schrieben. Hier möchte ich noch einmal anfügen, ich war nicht die Gründerin dieser Initiative, das war Andrea Götzke, aber wir waren so ein kleiner Kreis, also Mitbegründerin, das passt vielleicht an dieser Stelle. Wir wollten der Frage nachgehen, ob Offenheit ein neues Skillset für das 21. Jahrhundert sei und herausfinden, welche Ideen, offene Ansätze wir für sinnvoll finden, um unser soziales, ökonomisches und kulturelles Leben zu gestalten. Einige dieser Überlegungen habe ich Ihnen und euch heute mitgebracht, angereichert durch weitere Betrachtungen, die ich in den letzten Monaten durch meine aktuellen Projekte im Bereich offener Bildungsressourcen anstellen konnte. Bereits vor 10 Jahren war deutlich, ein völlig neues Ordnungsmuster und Handlungsmuster im Umgang mit Wissen, Information und kreativen Ausdrucksformen begann sich im Internet wirkmächtig auszubreiten. In einigen Feldern deutlich etabliert, in anderen erst zaghaft sich zu erproben. Was mit der Offenlegung des Quellcodes für das gemeinsame Bearbeiten und Weiterentwickeln von Computerprogrammen in den 1980er Jahren begann, setzte sich mit einiger Verzögerung auch in anderen Bereichen als Open-Source-Praxis durch, eng verkoppelt mit einem Umdenken von Urheberschaft und Nutzungsrechten in der digitalisierten Welt. In irgendeiner Weise mit dem Merkmal der Offenheit, dem Open, assoziiert werden fortan unterschiedliche Initiativen und Projekte bezeichnet. Open Access, Open Data, Open Knowledge, Open Education, Open Government, nicht zu vergessen die offene Enzyklopädie Wikipedia, Open Design, Kunst- und Kulturinitiativen für frei verfügbare Musik, Bilder und Filme. Eine Reihe neuer Geschäfts- und Organisationsmodelle entstehen, die darauf abzielen, durch offene Beteiligungsstrukturen Wissen zu bündeln, Informationen zu verwalten und aufzubereiten, Aufmerksamkeit für bestimmte Werke und Themen zu generieren oder einfach soziale Ziele zu verfolgen. Doch was ist es genau, was diese Modelle und Strategien verbindet? Ist es überhaupt gerechtfertigt, nach einem einheitlichen Fokus zu suchen? Gibt es einen konstitutiven Zusammenhang zwischen den Entwicklungen in den verschiedenen Anwendungsbereichen, in denen ein Konzept von Offenheit verfolgt wird?
auf der Suche nach Grundprinzipien, die in allen offenen Ansätzen gleichwohl in unterschiedlichem Maße eine Rolle spielen könnten, eröffnet sich zunächst einmal ein diffuses Begriffsfeld mit Schnittmengen zwischen Begriffen wie offener Zugang, Zusammenlegen, gemeinschaftliche Nutzung, Teilen, Kollaboration und Vernetzung. Eine prägnantere Bestimmung verspricht die Annäherung über den Eigentumsbegriff. Offene Initiativen brechen ein Eigentumsverständnis auf, das uns in abendländischen Gesellschaften seit Jahrhunderten prägt. Die Zuweisung von Besitz und Vermögen, die Bezugnahme auf Eigentum, insbesondere auch geistiger Werke und das Bemühen um seinen Schutz dominieren unsere Praktiken des Haushaltens und Wirtschaftens, unsere Rechtsform und Modelle der gesellschaftlichen Organisation. Zieht man den Eigentumsbegriff heran, um das Wesen offenen Engagements zu verstehen, ist es hilfreich, einen Schritt zurückzugehen und nach den Ursprüngen der Eigentumsidee und ihrer deutlichen Vorrangstellung im gesellschaftlichen Gefüge zu fragen. Spätestens seit der Fixierung individueller Freiheitsrechte in der Neuzeit wird dem Eigentum in materieller, aber auch geistiger Form der größtmögliche Schutz garantiert. Der Ursprung, vor dem sich eine solche Eigentumsordnung etablieren konnte und bis heute unverzichtbar ist, ist klar zu ersehen. Zur Befriedigung seiner Grundbedürfnisse ist der Mensch auf Gebrauchsgüter angewiesen, die nicht in ausreichendem Maße verfügbar sind, die sich also vernutzen und aufgebraucht werden. Ganz anders gelagert scheint jedoch die Frage, wenn man Herkunft und Begründung von Eigentumsrechten in den Blick nimmt, die sich auf solche Güter beziehen, die über die rein existenzielle Grundsicherung hinausgehen, insbesondere diejenigen, die seit der Neuzeit als geistiges Eigentum bezeichnet werden. Hierzu setzen sich offene Strategien immer noch in eine überraschende Opposition. Der Gedanke nach einem freiwilligen Abtreten der zentralen Schutzrechte von geistigem oder materiellem Eigentum begegnet vielen, die in ganz unterschiedlichen Kontexten mit den beschriebenen Initiativen in Berührung kommen, bei aller Faszination immer noch kontraintuitiv und fremd. Warum gibt ein Designer Baupläne, Anleitungen oder Schnittmuster seiner Objekte preis? Hält sie nicht unter Verschluss oder verkauft das Endprodukt, wenn er sich doch eine Nachfrage auf konventionellem Wege verspricht? Warum fühlen sich weltweit Hunderttausende dazu berufen, eine Enzyklopädie zu schreiben und zu überarbeiten, hierfür Wissen, Zeit und Energie zu investieren? Ein derart gemeinschaftliches und geradezu gemeinwohlorientiertes, offenes Handeln erscheint den meisten zunächst einmal als die fernere Handlungsoption. Es begegnet als Ausnahme. Entsprechend geraten die Akteure der Open-Culture-Szene nach wie vor eher in die Rolle, sich rechtfertigen zu müssen, als dass das, was sie tun, als selbstverständlich aufgenommen wird. Warum ist das so? Und warum ist es nicht gerade umgekehrt, dass wir das Abschotten, Schützen und Zurückhalten von Dingen, die sich im Prozess des Teilens nicht vernutzen, also von Ideen, Wissen und Werken, nicht als merkwürdig empfinden? Warum wird Ihr Beitrag für die Gesellschaft allzu oft nicht gesehen? Interessant ist es, an diesem Punkt noch einmal zurückzufragen, wie tief das etablierte, herkömmliche Eigentumsverständnis eigentlich wurzelt und inwieweit es unser Denken und Handeln und die Weisen gemeinschaftlicher Gestaltung prägt. Es erscheint kein Zufall, dass die Eigentumsordnung liberaler Marktwirtschaften mit der Herausbildung des modernen Individuums und seinem Selbstverständnis als autonome Person zusammengeht. Indem sich die Menschen im Europa der liberalisierten Märkte und bei gleichzeitiger Überwindung der ständischen Gesellschaft im 18. Jahrhundert in einer Eigentumsordnung wiederfinden, innerhalb derer sie freien Handel treiben können, wird ihnen zugleich die Möglichkeit gegeben, sich als autonome Rechtssubjekte zu erfahren. Ich beziehe mich hier auf Habermas und sein großartiges Werk Strukturwandel der Öffentlichkeit. Eigentum, auch geistiges, hat also ganz viel damit zu tun, wie wir uns als Person herausbilden und wahrnehmen. Dies spiegelt speziell das deutsche Urheberrecht in besonderem Maße wider. Der starke Rekurs auf das persönlichkeitskonstitutive Moment einer Urheberschaft, also die emotionale Bindung zu seinem Werk, ist hier sehr deutlich.
Zusätzlich zu dieser Bedeutung für das Individuum wird auch die gesellschaftliche Kommunikation im hohen Maße durch Tauschverhältnisse vermittelt, die der Marktlogik unterliegen. Auch der Sozialstaat wird zum Wirtschaftsakteur, der zwar durch jeden seiner Teilhaber autorisiert ist, gleichzeitig aber auch einen bürokratischen Apparat erforderlich macht, der die Teilhabe nur noch am Rande erfahrbar macht und die Identifikation mit dem Gemeinwesen erschwert. Was mir nicht gehört, dafür fühle ich mich nicht verantwortlich. Der Trend zu einer neuen Offenheit und ein wiedererstarkendes Bewusstsein für die Commons, die Gemeingüter, gerät vermutlich gerade deshalb ins Blickfeld, weil die rein zweckrationale Perspektive in Bereichen verlassen wird, die ursprünglich nur innerhalb dieser Kategorie gedacht werden konnte. Nutzungsrechte abzutreten scheint auf den ersten Blick gar nicht rational. Diese Ansicht versuchen die offenen Formate in Frage zu stellen und zu widerlegen. Nicht allein der Markt nützt der Gemeinschaft, sondern zusätzliche Kategorien wie geteiltes Wissen, zusammengeführte Schaffenskraft, Austausch und gleiche Zugangschancen. Über den Fokus eines veränderten Eigentumsbegriffs hinaus scheint hieran anschließend ein weiteres Merkmal einer Open Culture an Kontur zu gewinnen. Überall dort, wo sich offene Initiativen etablieren, ist ein deutlicher Aufforderungscharakter mit im Spiel. Wenn Werke und Ideen von ihrem Urheber freigegeben werden, ergeht an den Nutzer der Appell, sich in irgendeiner Weise mit einzubringen und sich zum Teilhaber an der gemeinsamen Sache zu machen. Projekte, die sich von ihrem Selbstverständnis her als Open bezeichnen, geht es nicht um das reine Verkonsumieren, sondern darum, den Nutzer zum Mitgestalter zu machen. Er soll das erhaltene Gut oder Werk weiterentwickeln, eigene Beiträge zur Verfügung stellen oder an Ideen weiterdenken. Der Blick auf solche Austauschformen, die sich bewusst mit dem Zusatz Open identifizieren, zeigt, im Mittelpunkt stehen Foren der Partizipation, des Bereitstellens und Teilens, die nicht nur als allgemeiner Handlungsappell für einen bestimmten Bereich Geltung beanspruchen, sondern ganz konkrete Räume bereitstellen, in denen sich der Gedanke der Openness realisieren kann. Der optimale Raum hierfür ist der digitale. Er schafft die Bedingungen, dass sich Personen ohne die Grenzen raumzeitlicher Distanz begegnen und durch die digitalisierte Form zugleich auch ihre Werke und Ideen in den offenen Austausch bringen können. Er bringt die Möglichkeit der unendlichen Kopie ohne Qualitätseinbußen. Er strukturiert Wissen durch Hyperlink-Standards, die Kompression von Daten auf immer kleinere Datenträger und wachsender Rechenleistung macht Datensammlungen möglich, die ins Unermessliche wachsen. Der digitale Raum bietet auch dem Laien ohne Programmierkenntnisse Steuerungsmöglichkeiten für die Publikation von Werken und bringt den Prosumenten hervor. Hat man diese Paradigmenwechsel im Blick, wundert es nicht, dass mit Open Everything auch eine bestimmte Form der Vergemeinschaftung im Netz entsteht. Ich komme nun zu den besonderen Herausforderungen offener Strategien für den Bereich Bildung und Kultur. Der Blick auf die verschiedenen Anwendungsfelder, in denen das Open Paradigm zum Tragen kommt, macht deutlich, dass die technischen Kriterien zentral, aber nicht hinreichend sind, damit offene Prozesse angestoßen werden, Sharing-Ökonomien greifen und soziale Wirkung entfalten. Gerade im Bereich Kultur und Bildung geht es in der Frage um die Gestaltung offener Zugänge und nicht ausschließlich um die Garantie eines Open Access im Sinne von rein technischen Zugriffsmöglichkeiten und die Vermeidung proprietärer Beschränkungen. Geht es um Teilhabe an Kultur und Bildung, müssen weitere Zugangskriterien in den Blick genommen werden. An erster Stelle ist sicherlich die Auffindbarkeit und Bedienbarkeit zu nennen, in die ganz konkrete Kriterien wie zielgruppengerechte Ansprache oder das Usability-Design eines Zugangs mit hineinfallen. Weiterer Punkt ist die Nachnutzbarkeit oder Remixbarkeit, die Möglichkeit, Neues, Eigenes zu destillieren, ins Machen kommen. Teilhabe an Kultur im eigentlichen Sinne bedeutet ja nicht ein reines Konsumieren, sondern ein mit ihr in Beziehung treten. Es ist eine Nutzung,
dieser Art von Gemeingütern, welche den eigenen Potenzialen die Möglichkeit gibt, sich zu entfalten. Es scheint eng mit einem Recht auf Persönlichkeitsentwicklung und adäquaten Ausdrucksmöglichkeiten verknüpft, sich in einer modernen Gesellschaft als Person zu entwerfen. Und auch wenn wir vom kulturellen Erbe sprechen, seinem Schutzanspruch und den Maßnahmen, es zu schützen, spielt die Nachnutzbarkeit eine große Rolle. Sie ist eine Form der Nutzung über die rein rezeptiv konsumierende Haltung hinaus, also dieses sich berieseln lassen in Ausstellungen vielleicht, wie wir eben gehört haben, welcher vielleicht am stärksten den verbindenden Charakter kultureller Güter hervorhebt. In der aktiven Sammlung, Neuzusammenstellung, Interpretation, im Remix haben gemeinschaftliche Erfahrungen ihren Ort. Hier entfaltet das kulturelle Erbe sein volles Potenzial und wächst weiter. Es ist ein gemeinschaftliches Handeln, das sich außerhalb zweckrationaler Kategorien bewegt und zielt mehr auf das gute Zusammenleben als auf das bloße Funktionieren von Gesellschaft. Wie gelingt nun aber der Paradigmenwechsel hin zu diesem Open beim Zugang zu Kultur und Bildung? Wie öffnen sich mehr Einrichtungen, Bildungs-, Kultur- und Gedächtnisinstitutionen und passen ihre Strategien zur Bereitstellung ihres Contents den Prinzipien freien Wissens an? Ich möchte an dieser Stelle auf die sehr klar formulierte Open Definition Bezug nehmen, die unter opendefinition.org im Netz verfügbar ist. Wissen, Zitat, Wissen ist offen, wenn jeder darauf frei zugreifen, es nutzen, verändern und teilen kann, eingeschränkt höchstens durch Maßnahmen, die Ursprung und Offenheit des Wissens bewahren. Für einige Ausblicke auf die Frage möchte ich mich schwerpunktmäßig auf den Bereich Bildung beziehen, da ich hier in den letzten Jahren am meisten gelernt habe. Aber auch, weil ich denke, dass sich aus ihm einiges Gehaltvolles für das kulturelle Erbe und ihre Gedächtnisinstitutionen ableiten lässt. Gerade in Deutschland finden wir eine Situation vor, in der anders als in anderen Teilen der Welt Bildung immer noch nicht selbstverständlich als Gemeingut gedacht wird. Das ist eigentlich ein bisschen seltsam, da wir bei der formalen Bildung auf eine lange Tradition staatlich verankerter Teilhabe und Organisation blicken. Bildung für alle, Durchlässigkeit, zweiter Bildungsweg, lebenslanges Lernen, um nur einige dieser Schlagworte zu nennen. Doch in der Wiege des Buchdrucks hat sich gleichzeitig ein geschlossenes System für die Bereitstellung von Bildungsressourcen etabliert, das durch ökonomische Interessen getrieben wird. Das Verlagswesen oder Schulbuchverlagswesen, daran wird es vielleicht noch mal deutlicher. Die Forderung, diesen Widerspruch aufzuheben und Bildungsressourcen stärker zu öffnen, liegt auf der Hand. Sie ist dabei nicht etwa aus einem überschwänglichen Enthusiasmus für Open Culture motiviert, sondern ein dringliches Gebot auch im Angesicht der Herausforderungen im 21. Jahrhundert. Bildung kann durch eine größere Offenheit und Vielfalt ihrer Zugänge besser in der Breite wirken. Durch freie Nachnutzbarkeit von Ressourcen, mit denen sich der Lernende Kompetenzen und Wissen aneignen kann, wird sie besser und nachhaltiger. Oder es wird auch besser gelernt, wäre noch eine These, die da unterzubringen ist. Ich werde diese Art von Bildungsressourcen im Folgenden als Open Educational Resources, kurz OER, bezeichnen. Wie dies gelingen kann, dazu fallen mir zwei Hauptstrategien ein. Erstens den praktischen Alltagsnutzen von OER für Lernende und Lehrende erfahrbar machen und zweitens das Erzählen von guter Geschichte, guten Geschichten. Wie wird aus Offenheit Neues und Besseres? Wo gibt es bereits gute Beispiele für die Bereitstellung und Nutzung von OER? Was entsteht, wenn etwa das Amsterdamer Rijksmuseum 190.000 Bilder in höchster Qualität und unter gemeinfreier Lizenz im Netz zur Verfügung stellt? Was machen die Menschen damit? Was passiert, wenn die Macher der Europäer dazu aufrufen, die bereitgestellten Bildmaterialien in animierte GIFs zu verwandeln? Wir haben es ja heute gesehen. Also leider nicht animiert, aber das wäre mal spannend nachzuschauen. Also mit einer altehrwürdigen Kunst einem Internet-Hype folgen. Was sind das für Geschichten? Auch mit dem Projekt EduLabs, ein Projekt, was gemeinsam von der Open Knowledge Foundation Deutschland und Mediale Pfade in Berlin, einem Verein für Medienbildung,
jetzt ein Jahr lang betrieben wird, wollen wir gute Geschichten von dieser Kultur des Teilens, von Nachnutzbarkeit und Bildung als Gemeingut, kurz OER, erzählen. EduLabs ist eine Engagementinitiative, die an verschiedenen Standorten Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten zusammenbringen möchte, um Ideen für zeitgemäße Bildung umzusetzen. Wir nennen es nicht mehr digitale Bildung, sondern ja, ein Stück weit postdigital, wir nennen es zeitgemäße Bildung. In den EduLabs Berlin, Köln und Karlsruhe entstehen durch freiwilliges Engagement aus den Bereichen Pädagogik, Programmierung, Design und Making, Unterrichtsmaterialien und Methoden, die einem Lernen in digitalen Lebenswelten gerecht werden. Sie werden nach hohen Open-Source-Standards aufbereitet und im Netz zur Verfügung gestellt. Neben den Kriterien der Open Definition soll besonderes Augenmerk auch auf den niedrigschwelligen Zugang durch ein unterstützendes Design und die Usability eine Rolle spielen. Neben den Best-Practice-Sammlungen von OER für innovative Lehr- und Lernkonzepte will edulabs.de auch einen Erfahrungsraum aufmachen, in dem Prozesse der Kollaboration, des Publizierens und Teilens aktiv durchlaufen werden. Ein solcher handlungsorientierter Ansatz scheint uns zeitgemäß für einen Bewusstseinswandel auch unter den Bildungsakteuren selbst. Ich komme zum Schluss. Für Bildungs- und Kultureinrichtungen, also jene Stellen, die Wissen kuratieren und verwalten, gilt also im gleichen Maße den Blick für eine Perspektive öffnen, die ihren Content als Gemeingüter denkt. Und das kann nur bedeuten, den gesellschaftlichen Auftrag anzunehmen und Wirkung zu entfalten. Wird das kulturelle Erbe auch als offene Bildungsressource im weitesten Sinne gedacht, wird es zur Verfügungsmasse gelingender, guter Vergemeinschaftung. Ich wünsche mir Mut, Elan und Energie, dass sich die Gedächtnisinstitutionen weiter auf den Weg machen, weiterdenken, ihre Sammlungen und Ressourcen mit Hilfe kluger Strategien öffnen. Und klar ist, für einen gelingenden Paradigmenwechsel muss die öffentliche Hand aktiv werden und Verantwortung übernehmen. Es müssen Mittel bereitgestellt werden, um die Einrichtungen zu unterstützen, im Sinne von Beratungen oder auch konkrete Mittel für gute OER-Publikationen, die wie alle Publikationen sich auch durch ein gutes Design auszeichnen. Und für das Erzählen guter Geschichten von Open Everything. In diesem Sinne, open up. Dankeschön. Hallo, danke für den schönen Vortrag. Mein Name ist Franziska Mucha vom Historischen Museum Frankfurt. Ich bin Kuratorin für digitale Museumspraxis und wir versuchen auch, offene Zugänge zu schaffen. Und ich habe mich gefragt, ich finde es super gut, mehr von diesen offenen Geschichten zu erzählen oder Geschichten zu erzählen, die gute Beispiele bringen, aber dann kommen immer die gleichen Beispiele. Und da würde ich mich fragen, wie können wir das denn erweitern, einfach diesen Fundus von Geschichten, die wir weitererzählen, weil das Reichsmuseum zum Beispiel wirklich immer als das große Beispiel genannt wird. Das nur als Feedback. Ja, das ist mir auch aufgefallen natürlich in den Vorvorträgen, dass ich, klar, ich bin jetzt auch noch Externe sozusagen von dem Bereich der Kulturinstitutionen. Das sind die Beispiele, die in der Öffentlichkeit auch sehr wirkmächtig begegnen. Für den Bildungsbereich versuchen wir das mit EduLabs gerade so anzugehen, dass wir einerseits neue Ideen anschieben, also neue Geschichten auch wirklich schreiben, auch publizieren in einem Blog, aber auch eine Sammlung machen, eine sehr eng kuratierte und dennoch in einem offenen redaktionskuratierte Sammlung von OER zeigen, dass wir in die Breite gehen, aber auch nach hohen pädagogischen und Open Standards gucken, was sind da eigentlich da draußen in diesem wunderbaren Internet für tolle, jetzt, das ist jetzt sehr speziell auf Unterrichtsideen, aber das Gleiche könnte man auch für den Kulturbereich denken. Und ein weiterer Schlüssel ist natürlich sicherlich der Link zu den Medien. Also da sehe ich auch noch Luft nach oben eigentlich. Noch weitere Fragen? Ja, Michael Grundmann von der Bildungsstätte Anne Frank hier in Frankfurt. Zu meinem Aufgabenbereich gehört auch Aufbau von E-Education. Also wir sind da noch am Anfang
Und die OER-Idee hat bei mir auch verfangen. Ich finde das eine sehr gute Sache, wo ich so eine Nachfrage habe, weil das ist ja im Prinzip eine Philosophie, die dahinter steckt. Das haben Sie ja ganz gut ausgeführt. Wie kriegt man dieses Denken umgesetzt? Also gerade in dem Hochschulbereich, wo ich jetzt vorher war, habe ich halt festgestellt, dass da zwar viel online-basiert gemacht wird, aber es wird halt immer abgeschottet. Ne? Also die Online-Sachen, die gemacht werden, sind immer nur für Nutzergruppen, die geschlossen sind, sprich dann irgendwie Studierende oder Wissenschaftler oder so weiter und so fort. Und das hat ja nicht unbedingt nur einen rechtlichen Grund, klar bei Copyright-Geschichten, da hatten wir es ja auch schon von. Es hat ja aber auch ganz oft einfach so eine, also viele Professoren sehen das dann so, okay, das ist meine Arbeit, das ist meine Arbeitsgruppe, die hat das erstellt, ich will, dass das nur denen zur Verfügung steht, für die ich das gemacht habe oder für mein Team. Und sozusagen die online-basierte Zusammenarbeit an Lernressourcen setzt ja voraus, dass die Leute auch willens sind, so ein bisschen von ihrem eigenen Narzissmus zurückzutreten und zu sagen, ich werde aus öffentlichen Geldern bezahlt, also mache ich meine Inhalte auch verfügbar für die Öffentlichkeit und in Zusammenarbeit mit der Öffentlichkeit. Ja, im Prinzip braucht es da ja irgendwie so ein Umdenken. Und meine Frage wäre einfach, wie kommen wir dahin? Also, ja, okay, das ist ein bisschen viel. Ich finde es einfacher, als diese Frage zu beantworten. Ja, in der Tat, das ist so die grundlegende zentrale Frage. Ich glaube, da muss man sehr genau die einzelnen Bereiche angucken. Der Hochschulbereich ist in der Tat da, glaube ich, sehr schwergängig. So für den Bildungsbereich, was die Lernreise EduLabs, die wir im Team da auch gerade machen, anbelangt, kann ich vielleicht mitgeben, der Schlüssel sind eben Formate, wo die Akteure so in Hands-on-Geschichten mitgenommen werden. Also wenn sie einmal eine OER-Sammlung mitkuratieren und herausgeben und ja mit dabei sind oder bestimmte positiven Effekte vielleicht am eigenen Leibe erfahren oder in diese Kollaboration ganz aktiv reintreten, das wäre vielleicht eine Möglichkeit, aber im Hochschulbereich, da herrschen wirklich sehr starke geschlossene Paradigmen vor, gerade in der deutschen Hochschullandschaft, was so die Themen Abschottung, Konkurrenz und der Bereich Ruhm und Ehre ist da noch nicht so ganz angekommen, ne? was offene Präsentation von guten Ideen und Forschung natürlich auch bedeuten könnte.